Dieses Video baut auf das Video die Normalparabel auf. Diese Parabel in Normalform, wie sie auch bezeichnet wird, hat ja die Besonderheit, dass der Scheitel dieser Normalparabel die x-Achse im Punkt 0, 0 berührt. Die sogenannte Nullstelle der Normalparabel. Das Ganze hat man ja in dem Video die Normalparabel waagrecht verschoben und vertikal verschoben, haben dann entsprechende Abbildungsvorschriften erhalten. Abbildungsvorschrift f von x, also die Vorschrift, die alle meine ausgewählten x von dieser x-Achse durchlaufen müssen. Die ist nichts anderes in dem Beispiel jetzt als diese Normalparabel, einmal diese Normalparabel. Und dann, wenn diese ausgewählten x aus meiner x-Achse diese Abbildungsvorschrift durchwandern, erhalte ich die Information, wo ich mein Kreuzchen y zu setzen habe. Dann wird hier Kreuzchen gesetzt an den entsprechenden Stellen und dann nach Verbindung dieser Kreuzchen erhalte ich diese Parabel, Normalparabel, dargestellt im kartesischen Koordinatensystem. Gut, in dem Video, die Normalparabel, hatte ich aber ständig nur Fälle betrachtet, also Abbildungsvorschrift, mit einmal die Normalparabel durchwandern oder minus einmal die Normalparabel durchwandern. Diese Abbildungsvorschrift hat sich auf die sogenannte nach unten geöffnete Normalparabel bezogen. Also machen wir die Nullstelle hier nochmal weg. Die nach unten geöffnete Normalparabel Pi mal Daumen in der Form hier. Ja, kriegt man etwas schöner hin vielleicht. Also ist klar, zu Hause mit Bleistift und Schablone bewaffnet bekommt man bessere Ergebnisse als ich hier hin. Mir soll es nur um die logische Funktion gehen. Also was machen quadratische Funktionen, wo liegt der Sinn darin, welche Eigenschaften haben diese quadratischen Funktionen. Quadratische Funktionen als Thema für mich deshalb interessant, weil es in den Schulen vorzugsweise behandelt wird. Sozusagen habe ich jetzt eine Abbildungsvorschrift, die diese nach unten geöffnete Parabel beschreibt, nämlich mein Kreuzchen ist nichts anderes als diese Abbildungsvorschrift, ist nichts anderes als minus x². Die hier oben, die Vorschrift, bezieht sich ja auf einmal x². Also, demnach muss es Fälle geben oder Auswirkungen haben, ich schreibe es mal allgemein hin, a mal x², wenn diese Beizahl oder auch Koeffizient genannt sich ändert, also wenn die noch negativer als minus 1 wird, meinetwegen minus 2, minus 3 oder minus 0,5. Also all solche Änderungen, Abänderungen meiner Beizahl müssen sich natürlich spiegeln in dieser Darstellung. Also die Darstellung wird sich abändern. Das soll hier diskutiert werden, inwieweit das passiert und natürlich in Kombination dann mit Verschiebungen, mit einer waagrechten Verschiebung und einer Vertikalverschiebung. Gut, wir fangen mal an, indem wir die Wertetabelle anzeichnen für unsere Normalparabel und uns an der langsam hochangeln sozusagen. Also die Wertetabelle für unsere Normalparabel. Ich wähle stellvertretend 6 Stellen aus. Also für x die Stelle 1, 2 und 3. Das waren ja die 3 gewählten Stellen für die x-Werte im Video die Normalparabel. Es ist klar, dass ich auch negative Werte hier wählen kann, beispielsweise minus 1, minus 2 und minus 3. Sonst könnte ich ja nicht diesen Ast hier, der in die negative x-Achsenrichtung zeigt, einzeichnen. Somit habe ich meine Abbildungsvorschrift, die nichts anderes ist als die Position meines Kreuzchens. Und das ist nichts anderes in dem Fall als x². 1 reingesteckt in die Abbildungsvorschrift liefert mir den Funktionswert, wie er auch genannt wird, 1 aus, oder anders ausgedrückt, an der Stelle x1 muss ich mein Kreuzchen bei y einsetzen. So kann man es auch interpretieren. An der Stelle 2, nachdem ich die Abbildungsvorschrift durchwandert habe, erhalte ich die Position, nämlich 4, für mein y, und das heißt, an der Stelle 2 musst du bei der Position
y gleich 4 dein Kreuz setzen. Also 3 in x² überführt bekomme ich 9. Naja, und analog für diese negative Richtung 1, 4 und 9. Hier werden meistens Fehler begangen wegen dieser nach unten geöffneten Parabel. Kurz mal diesen Fehler besprochen. Minus x². Dieses Quadrat bezieht sich nur auf dieses x bei meiner Abbildungsvorschrift, die sich auf diese nach unten geöffnete Parabel bezieht. Wenn ich jetzt stellvertretend den Wert, also die Stelle, Wert muss man sagen für y, Vorsicht, die Stelle minus 2 hierher nehme und für mein x minus 2 setze, minus 2 Quadrat, dann ist dieses Minus ausgeschlossen von dieser Quadrierung. Dieses nicht, das ist ja in der Klammer drin. Also erhalte ich hier für diese Rechnung plus 4, aber dieses negative Vorzeichen macht mein Ergebnis negativ. Das Vorzeichen ist sozusagen verantwortlich dafür, dass ich diese nach unten geöffnete Parabel einzeichnen kann. Gut, aber für meine Normalparabel verhält es sich ganz anders. Ne? Für meine Normalparabel ist es so, dass ich ja die Funktionsvorschrift x² habe und da steht kein Minus davor. Also wenn ich wieder stellvertretend diese Stelle minus 2 hernehme, für mein x minus 2 einsetze, dann bezieht sich diese 2 auf dieses Minus und macht es positiv. Also alles, was ich hier einsetze an negativen Stellen, werden nach Durchlaufen dieser Abbildungsvorschrift positive Funktionswerte. Gut, ist natürlich auch vielleicht im Hinterkopf zu berücksichtigen, wo ich mich gerade befinde. Jetzt im Bereich der quadratischen Funktionen ist die Potenz, die spielt da keine Rolle. Aber was ist, wenn ich minus 2 hoch 3 habe? Ne, da wird nichts positiv, weil das heißt ja, das gibt mir an, wie oft ich diese Basis als Faktor zu setzen habe, nämlich 3 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Ja, die beiden hier ergeben plus 4, aber jetzt noch mal minus 2 ist minus 8. Hoppla, da kommt was Negatives raus. Ne? Es kommt darauf an, ob das gerade hier oder ungerade ist, die Potenz. Aber das ist eine andere Baustelle. Aber vielleicht mal kurz als, ja, Einschub mal, um sich da Gedanken zu machen. Gut, jetzt möchte ich hier mal was abändern. Vorher betrachte ich mal die Stelle 2 und minus 2. Ja, ich sehe hier gleiche Position vom y-Wert. Y gleich 4. Also y gleich 4. Meinetwegen ist hier mal die Stelle, wie viele Kästchen sind das? Pi mal Daumen 4 plus 3, 7. 4 plus 3, 7. Naja, okay, machen wir das Pi mal Daumen. 4 plus 3, 7. Also minus 2 soll hier sein, 2 soll hier sein. Dann wäre ich hier vom Funktionswert bei 4. Also Kreuzchen müsste ich einmal hier setzen und einmal hier setzen. Ne? Gut, was passiert, wenn ich die Abbildungsvorschrift abändere? Ich möchte jetzt nicht mehr x² haben, sondern ich möchte die Abbildungsvorschrift 2 mal x². Also 2 mal x². Dann ändern sich natürlich auch die Positionen meines Kreuzchens. Die stimmen nicht mehr, ne? Die muss ich rauswischen. Also, gehen wir es durch. 1 eingesetzt in x² ist 1, aber die 2 drauf multipliziert ist plötzlich 2. 2 eingesetzt in x² ist 4, aber die 2 drauf multipliziert, ich bekomme 8. 3 eingesetzt in x² ist 9, aber die 2 drauf multipliziert, 18. Naja, hier ergibt sich dasselbe natürlich, Symmetrie. Und ich erhalte plötzlich eine andere Parabel in diesem Koordinatensystem. Nämlich, nehmen wir die Stelle 2 und minus 2 ruhig her. Bei der Normalparabel, die hatte diese Abbildungsvorschrift. Da habe ich meine 2 und minus 2 hineingeworfen und habe den Funktionswert oder die Position des Kreuzes bei y gleich 4 erhalten. Jetzt bekomme ich es bei dieser Abbildungsvorschrift bei 8. Ne? Also, schauen wir, was passiert. 8 ist ungefähr 2, 4, 5 Kästchen, 2, 4, 5 Kästchen, Pi mal Daumen. Also es ist klar, wenn man zu Hause das mit Schablone und Bleistift bewaffnet macht, dann bekommt man weitaus bessere Ergebnisse, als ich es hier bekomme. Ne? Also habe ich hier plötzlich mein Kreuzchen. Ich gehe bei minus 2 hoch. Ich bekomme von der Abbildungsvorschrift ausgeliefert, dass mein y-Wert bei 8 liegt. Also ist die Position meines Kreuzchens plötzlich hier. Was sagt das aus, bezogen auf den Graphen?
Der wird zusammengedrückt, wenn man so will. Der muss ja durch diesen Punkt verlaufen. Also Pi mal Daumen wird meine neue Parabel mit der neuen Vorschrift, die den Fall a größer 1 erfüllt, zusammengedrückt werden. Ne? Naja, jetzt ist es klar, was passiert, wenn ich negativ das Ganze mache, also minus 2, dann wird das Ganze nach unten geöffnet, sich ergeben. Ne? Das wäre jetzt für minus 2. Also a gleich minus 2. Was passiert, wenn ich 1/2 wähle als Faktor? Ne? Ich wähle eine andere Abbildungsvorschrift aus. Jetzt 1/2 x². Ja, dann stimmen wieder diese Kreuzchen nicht mehr. Rauswischen damit. Das hier unten machen wir frei, das brauchen wir nicht mehr. Und was erhalte ich dann oben in meinem Diagramm? 1 eingesetzt in x² ist 1, aber die Hälfte davon, ich multipliziere mit 1/2. Ne? Mit dem multipliziere ich jetzt plötzlich. Ja, dann bekomme ich 1/2. 2 in x², ich habe 4, aber jetzt bekomme ich den Faktor 1/2 drauf multipliziert, also habe ich nur noch 2. 3 in x² rein, habe ich 9, aber die Hälfte davon ist 4,5. Ja, hier analog, ne? 1/2, 2 und 4,5. Schauen wir oben, was wir abändern müssen. Naja, wir haben 1/2, das ist die Hälfte von dem anderen Prozess, da haben wir mit dem Doppelten multipliziert, also wird sich dieser Funktionswert reduzieren auf die Hälfte. Ich habe hier 5 Kästchen, also wäre ich bei 2,5. Ungefähr Pi mal Daumen hier. Und dann hätte ich das neue Kreuzchen hier zu setzen. Also hier hätte ich das neue Kreuzchen zu setzen. Jetzt mache ich das oben mal frei, dass ich hier sauberer zeichnen kann. Und man sieht, was mit meiner Parabel passiert. Die wird gestaucht, wie man es auch bezeichnet. Also die muss ja durch diesen Punkt laufen. Und die wird plötzlich gestaucht. Das ist die Vorschrift y gleich 1/2 x². Naja, was passiert dann mit y gleich minus 1/2 x². Naja, dasselbe Spielchen wie hier. Die wird dann Pi mal Daumen so drin liegen. Ne? Gut. Also, jetzt haben wir alle Fälle durch, wenn man so will. Und jetzt kann man das Ganze noch kombinieren mit Verschiebungen. Ne? Ich kann es ja waagrecht verschieben, das Ganze. Ich kann es wieder vertikal verschieben, das Ganze. Gehen wir dazu auf die Folgeseite. Also, Folgeseite. Wir haben das Koordinatensystem y und x. Jetzt meinetwegen diese Grobskizze von diesen Errungenschaften, diesen neuen Kenntnissen. Wir haben eine zusammengequetschte, wir haben eine gestauchte, wir haben die Normalparabel, dann die zusammengequetschte, dann die gestauchte. Also nur Freihand jetzt, es geht um die qualitative Aussage hier. Wir haben jetzt meinetwegen diese drei Vorschriften, 6 insgesamt. Y gleich x², y gleich 2x², y gleich 1/2 x². Hier unten haben wir y gleich minus x², y gleich minus 1/2 x², y gleich minus 2x². Ne? Gut, die können wir doch alle verschieben. Ne? Verschieben mal waagrecht. Die Positionen dieser Scheitel, die ist ja bei 0, 0 bei allen. Die möchte ich jetzt auf neue Position legen, meinetwegen auf Position 2, 0. Ne? Also ich möchte die alle so reinlegen. Ich zeichne jetzt nur stellvertretend die eine Parabel rein. Ja, okay, mach mal. Die, so will ich das reinlegen. Ne? Ich möchte die verschieben. Also habe ich hier eine Abbildungsvorschrift, die sich auf jetzt meine Normalparabel bezieht. Die möchte ich verschieben. Ja, dann muss ich hier minus 2 Quadrat ansetzen. Wenn ich hier für x 2 einsetze, folgt daraus, dass mein y 0 ist. Also ich bin bei der Position hier. Ja, das gilt natürlich für die anderen Werte auch. Ich hätte dann y gleich 1/2, naja, x minus 2 Quadrat, ne, für diese ja, schmälere, ne, für diese gestauchte, Entschuldigung, die schmälere ist ja diese hier,
2 mal x minus 2 Quadrat, ne, die hier. Also ich hätte die Verschiebung nach rechts. Das Ganze geht aber auch in die andere Richtung. Meinetwegen, ich könnte es auf Position minus 2 und 0 legen. Ne. Dann müsste ich das in der Form hier berücksichtigen, dass ich hier ein positives Vorzeichen habe. Ne. Ein positives Vorzeichen, dann verschiebe ich nach links. Denn wenn ich hier für x minus 2 einsetze, folgt daraus, also hier x minus 2 einsetzen, folgt daraus, dass mein y-Wert 0 ist. Genau das will ich ja haben. Hier sollen meine neuen Scheitelpositionen liegen. Ja, und das Ganze kann man sich jetzt vorstellen, dass das nach unten geöffnet auch geht. Ne? Der Bereich, den könnte ich ja auch hier hin und her verschieben. Ne? Also könnte ich hier das Minus noch berücksichtigen. Da müsste ich hier das Minus hier antragen. Minus überall antragen. Minus. Soweit hat man es ja bis hierher in dem Video, die Normalparabel. Naja, und dann geht es noch, dass ich das Ganze hier in vertikaler Richtung verschiebe. Ne? Nehmen wir mal die Position hier von der Normalparabel raus. Die möchte ich jetzt, den Scheitel möchte ich jetzt auf y gleich 3 verschieben. Naja, das hat man ja auch soweit. Dann addiere ich hier hinten die 3 drauf. Das gilt natürlich für die anderen Kameraden auch. Auch für die nach unten geöffneten gilt. Ne, das ist jetzt in dem Fall die nach unten geöffnete. Die könnte ich ja auch auf die Position plus 3 verschieben. Ne? Also das gilt für die anderen natürlich auch alle. Und somit habe ich diese bekannte Darstellung. Allgemein ausgedrückt würde das bedeuten, ich bekomme die Position meines Kreuzchens, das nichts anderes ist als meine Abbildungsvorschrift. Allgemein ausgedrückt über a, der jetzt alle Werte annehmen kann, Klammer x minus x0, eine Position x0 zum Quadrat plus y Index 0, eine Verschiebung in vertikaler Richtung. Dieses x0 bezieht sich jetzt auf eine beliebige Position auf meiner x-Achse. Ne? Also ich hätte hier plus x0, ich hätte hier minus x0. Ne? Dieses Minus hier in dieser Vorschrift berücksichtigt die Verschiebung nach rechts oder links. Ne? Wenn ich jetzt hier minus x0 eingeben würde, hätte ich ja minus minus x0. Also hätte ich von der Verschiebung her ein positives x0. Ne? Das brauche ich ja auch. Wenn ich nach links verschieben will, brauche ich ein positives Vorzeichen. So ist das alles gehandhabt. Hier steht der Parameter a, der jetzt stellvertretend für diese ganzen Fälle ist, die wir untersucht haben. Und hier hinten steht einfach nur die Vertikalverschiebung. Die kann in die positive y-Richtung, aber auch in die negative y-Richtung vonstatten gehen. Gut, das hier wird auch bezeichnet als ja, die sogenannte Scheitelpunkt-Darstellung. Wenn ich praktisch meinen Scheitelpunkt ablesen will, dann reicht es aus, diese Stelle hier zu kennen und diese Position, diese Vertikalverschiebung. Dann weiß ich, wo mein Scheitel liegt. Ne? Aber dazu werde ich in einem externen Video eine Videoreihe anfertigen müssen. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.